An der Börse soll man niemals nie sagen, aber dennoch die Wahrscheinlichkeit, dass wir gestern diesen massiven Rebound gesehen haben, dass das nicht die Trendwende war, dass das nicht der Boden war, sondern eine Bärenmarktrally. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Warum, will ich in diesem Video ein bisschen ausführen und vor allem gleich mal vorweg, es gibt dafür zwei Gründe. Der erste ist die geldpolitische Wende der Fed, daran hat sich nichts geändert, und der zweite ist die Mechanik, denn es ist hier noch viel, viel Potenzial für Enthebelung. Da haben wir erst den Anfang gesehen. Da war schon ein bisschen Panik. Dann waren wir extremst überverkauft. Dass wir gestern diese Rallye gesehen haben, war überhaupt nicht überraschend. Höchstens das Ausmaß dieser Rallye, nämlich dieser gigantische Move etwa beim Nasdaq von über 800 Punkten vom Tief bis dann zum Schluss des Tages. Das ist vielleicht überraschend, gar keine Frage. Das ist sicherlich ein Tag für die Geschichtsbücher oder Börsengeschichtsbücher gewesen. Und wie jetzt die ganze Situation vielleicht einzuschätzen ist, das will ich in diesem Video kurz mal zeigen. Hier sehen wir es, der Dow hat von seinem Tief über 1000 Punkte gewonnen, der Nasdaq war 4,9% im Minus und ist dann noch im Plus rausgegangen. Das sind schon absolute Rekorde. Hier sehen wir zum Beispiel, dass das erste Mal das passiert ist, dass der Nasdaq mehr als 4% im Minus war seit dem Jahr 2008. Achten Sie mal auf diese Jahreszahlen, die hier überall vorkommen. Und wenn wir uns mal anschauen, was gestern von diesen Retail-Investoren oder Retail-Tradern, den Privat-Tradern gekauft oder verkauft wurde, dann sehen wir, dass vor allem Apple verkauft wurde, Nvidia, Netflix, AMD, Microsoft und Tesla. Also die guten alten Techies, die Märkte so lange gestützt haben, während man einen SQQQ gekauft hat. Das ist praktisch ein Short Nasdaq ETF, dann Disney, Spider. Also hier sehen wir vor allem die Verkaufsvolumina deutlich, deutlich höher gewesen bis mittags, und dann hat sich die ganze Geschichte gedreht. Da gibt es ein paar interessante Beobachtungen, warum das Ganze gedreht hat. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns jetzt aber mal das an, was Charlie Bellello sagt. Der sagte nämlich und zeigt nämlich statistisch zurückgehend auf das Jahr 1962, dass solche Moves etwa gestern 4,4% beim S&P 500 vom Tagestief ausgehend, dass solche Moves meistens, nicht immer, aber meistens in Bärenmärkten vorkommen oder unmittelbar nach Bärenmärkten, da wir jetzt höchstens beim Russell 2000 bisher einen Bärenmarkt hatten, also eine Korrektur vom Hoch von 20%. Deutet vieles darauf hin, dass wir eben nach wie vor in schwerem Terrain sind, dass die Märkte nicht aus dem Schneider sind, wie viele ja jetzt schon wieder behaupten angesichts der gestrigen Rallye. Siehst du, ist doch gar nichts passiert. Das ist doch alles wunderbar, aber wir sollten uns diese Statistik in Erinnerung rufen. Einer derjenigen, der immer gesagt hat, buy the dip, und dessen Empfehlung sich jetzt nicht besonders ausgezahlt hat, vor allem seit Jahresbeginn nicht, ist Marko Kolanovic von JP Morgan, der sagt, ja, der jüngste Rücksetzer in Risikoassets, der scheint übertrieben. Wir sind überverkauft, Sentiment extrem bärisch, damit hat er unzweifelhaft recht, sowohl waren wir gestern massiv überverkauft, als auch das Sentiment extrem bärisch. Aber jetzt kommt die Aussage, die ich bezweifle, we could be in the final stages of this correction, wir könnten in der finalen Phase dieser Korrektur sein. Und dann sagt er, ja, jetzt guckt mal auf die Earnings, also auf die US-Berichtssaison, die ja heute mit Microsoft einen ersten Hochpunkt erreicht, morgen Tesla, dann am Donnerstag Apple, dass das sozusagen jetzt wieder ein bisschen Sicherheit gibt, diese Zahlen aus der US-Berichtssaison, und im schlimmsten Fall haben wir doch noch den Fed-Put, ist also die Fed da, um die Märkte zu retten? Da werde ich gleich versuchen, ein bisschen eine Gegenrede zu starten. Jetzt sehen wir jedenfalls den Nasdaq, einer der schlechtesten Monate in seiner Geschichte, über 16% lag er gestern im Minus. Jetzt schauen wir uns mal den S&P 500 an, respektive den SPY, gestern gigantisches Volumen, also mit das höchste Volumen ever. Hier sehen wir es vor der S&P, das war das biggest intraday comeback since November 2008. Damals war die Finanzkrise absolut eskalierend infolge der Lehman-Pleite. Wir sehen hier eine inverse SKS, also Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wir sehen, dass der RSI gegen Null tendierte. Dann kommt praktisch hier dieser Move nach oben, und wir sehen jetzt, wenn Sie oben mal gucken, beim RSI sind wir wieder über 70 gewesen. Also wir sind von
von kurzfristig von extrem überverkauft in kurzfristig extrem überkauft gestiegen, könnte man sagen. Also der Markt ist extrem und solche Extreme sind normalerweise nach meiner Auffassung nicht typisch für Bullenmärkte. Bullenmärkte sind dann sicher, wenn sie ruhig konstant nach oben laufen wie 2017, 0,2% plus, 0,3% plus, 0,1% plus, praktisch keine großen Rücksetzer. Aber solche Rallyes, die wir so sehen, das ist meistens kein so richtig gutes Zeichen. Und das dürfen wir nicht vergessen. In seinem Tief war der S&P 500 mit dem schlechtesten Jahresstart seit 1920 unterwegs. 1920, da war ich noch relativ jung, kann mich noch sehr gut erinnern, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, ne? Da war ein bisschen Hoffnung, aber dann ging es ja nur bergauf zunächst mal in den 1920er Jahren. Jedenfalls sehen wir, dass beim Nasdaq eben solche Geschichten auch sehr, sehr selten vorkommen. Aus dem Jahr 2000, einmal 1997, einmal 2000 und dann zwei Fälle im Jahr 2008 und einer in 2002. Interessante Jahresdaten also, und wie gesagt, gestern hier, diese Grafik von Peter Buchwar hatte ich gestern schon gezeigt. RSI war bei 9, also extremste Überverkauftheit, dass da was passiert war, nicht unlogisch. Und wir sehen hier auch den S&P 500, der hat jetzt praktisch diese Hochs aus dem letzten Jahr, April, Juli, das waren damals die Allzeithochs, hat er angelaufen, extrem überverkauft. Und dann sehen wir diese Kerze nach oben. Das kommt also nicht aus dem Nichts, und es ist eben so, dass gerade in Bärenmärkten, wenn es denn einer ist, ist noch nicht ein vollständiger Beweis, aber in Bärenmärkten sind nicht nur die Abverkäufe heftig, sondern vor allem die Rallyes sind besonders heftig. Diese Bärenmarkt-Rallyes, die sind besonders stark und heftig. Jetzt sehen wir mal, was hat gestern die Drehung bewirkt. Also ein Indikator war schon mal, dass Bitcoin zum Beispiel, das vorher unter Druck war, nicht mehr gefallen ist. Dann hatten wir eine sehr, sehr gute Auktion, zweijähriger US-Staatsanleihen, wahnsinnig viel Nachfrage, auch gerade von Ausländern, dadurch die Renditen nach unten gegangen, das hat die Märkte so ein bisschen beruhigt. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, wir hatten gestern die Nachwehen des Verfalls, und gerade an Montagen, nach Verfallstagen, da geht es teilweise durchaus mal gut zur Sache, da sehen wir heftige Bewegungen gelegentlich, und da hat dann jemand eingegriffen mit gigantischem Volumen am Optionsmarkt, und zwar hat der Putz verkauft, mit anderen Worten, der ist long gegangen. Das wiederum, dadurch, dass das Volumen extrem war dieses Käufers, hat dann viele Market Maker in die Lage versetzt, wie hier der Text lautet, the reverse from selling S&P Futures to buying, also die Market Maker, die sich dann teilweise auf der Unterseite abhatchen, indem sie den S&P Future shorten. Dadurch jetzt wurde das Gamma gedreht, dadurch konnten sie dann als Käufer auftreten, und so sehen wir eine solche mechanische Reaktion, die gigantisch groß ist, aber erklärbar ist, wie gesagt. Ohne den Verfall hätten wir wahrscheinlich nicht eine solche Rallye gesehen. Wie geht es jetzt weiter? Fundstrat etwa optimistisch? Ja, also a trading low is likely in, also wahrscheinlich haben wir ein tradebares Tief bereits gesehen, der VIX bei 40 ausgetoppt, hier auch die Bemerkung, zweijährige Treasury Action was a catalyst. Jetzt aggressive Investoren können jetzt versuchen, sich long zu positionieren mit einem Stopp unter den gestrigen Tiefs. Stifel dagegen, das andere Analysehaus, die Rallye ist ein Headfake, die Korrektur wird weitergehen. Da gibt es 5 Zeichen, die wir sehen, die dafür sprechen, dass wir noch nicht das Tief gesehen haben. Davon eben Dovish Fed Pivot, also da müsste die Fed Dovish sich drehen. Und das sieht man nicht. Wir sehen jetzt den S&P 500 Downside bis 4200 Punkten. Und wie hier jemand bemerkt an der Wall Street, nothing goes to heck in a straight line. Wall Street, der sagt, also nichts zerbricht sozusagen direkt oder nichts geht in Dutt auf einen Schlag, sondern es dauert meistens etwas, bis die Dinge hier dann ein bisschen schwieriger werden. Ich hatte auf diese NT-Bildung gestern verwiesen, dieser Margin Debt. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann ist da natürlich noch viel, 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 viel Porzellan, was man zerschlagen kann. Die Leute gehebelt bis zum Get-No.
Und wir sehen jetzt eben, dass gestern schon ein bisschen Porzellan zerschlagen wurde, aber eben nicht der ganze Porzellankasten. Jim Bianco, der ja diesen Satz gesagt hat, ich weiß nicht, wann der Boden da ist, aber wenn keiner mehr fragt, kauft den Dip oder keiner mehr den Dip kaufen will, dann weiß ich, dass der Boden gefunden ist. Jedenfalls sehen wir gigantisches Volumen. Gestern der Spider mit über 250 Millionen Kontrakten habe ich persönlich noch nicht gesehen. Es gab einmal ein ähnlich hohes Volumen, das war Anfang 2020 der Triple Q, also das maßgebliche Nasdaq ETF. Neuer Rekord, 66 Milliarden Umsatz. Dann haben wir insgesamt 170 Milliarden Umsatz gesehen. All-Time Record, hier ist the Chart, hier sehen wir das mal. Also absolutes Allzeithoch, was da passiert ist. Ja, es geht zur Sache, da ist jetzt richtig Interesse im Spiel. Sehen wir uns mal den VIX an, der VIX nach oben ausgebrochen, ist dann oben an seine Trendlinie gekommen. Es gibt ja manche, die sagen, was, der macht Charttechnik anhand des VIX? Jawohl! Also des Volatilitätsindex, das geht, das ist durchaus eine sehr, sehr gute Geschichte, sich den VIX anzuschauen. Oben sehen wir den RSI total überkauft, an die Trendlinie gekommen, abgebreitet nach unten, aber wir sehen höhere Hochs und höhere Tiefs, wir sind also im Aufwärtstrend. Hier sehen wir nochmal die Rekorde hier für den S&P, für den Nasdaq, für den Dow Jones, was das alles gestern gebracht hat. Und wir sehen, dass der S&P ja diese maßgeblich krasse Erholung gemacht hat, aber wir haben nach wie vor nicht mal die 200-Tageslinie erreicht, geschweige denn die 100er oder die 50er. Also rein technisch ist das immer noch auf sehr dünnem Eis. Und wenn wir uns mal die Performance anschauen, dann sehen wir, der einzige Sektor, der auch nach der gestrigen Rallye im Plus ist es Energie, alles andere ist ziemlich unter Wasser. Und jetzt kommt ein Punkt, der relativ wichtig ist, der zumindest die Fragilität zeigt. Wir haben in 1987 ja einen Crash gesehen, einen Intraday-Crash. Im Oktober war es Greenspan damals, der neue Fed-Chef, hat dann die Dinge gerettet, hat ein paar Wall Street-Banker angerufen und gesagt, Leute, wir müssen etwas tun. Damals auch eine ähnliche Situation. Es drohte Zinsanstieg, die Märkte waren vorher euphorisch gewesen, waren ähnlich extrem aufgestellt wie derzeit. Tom McLellan, hochangesehener Analyst aus den USA, sagt, da gibt es einige schöne Parallelen, auch was die Zeitachse betrifft, die einen ähnlichen Verlauf bisher anzeigen. Also das wird jetzt noch zu beobachten sein, ob es so krass kommt, dass wir da wirklich mal ein richtiges Blutbad sehen, dass wirklich hier etwas ganz Krasses passiert. Das, was wir gestern gesehen haben, das war schon krass, aber es geht noch krasser. Mal sehen, ob das kommt. Wenn wir uns jetzt mal Year-to-Date, also praktisch seit Jahresbeginn, die Performance anschauen, dann sehen wir ganz oben Brasil, dann Commodities, also Rohstoffe, MSCI China. Und ganz unten sehen wir S&P 500 Momentum, S&P 500, S&P 500 Growth, Russell 2000, Nasdaq. Also die Amis sind ganz, ganz unten. Der Chinese und der Brasilianer ist ganz oben. Das ist praktisch die Umkehrung dessen, was wir vorher gesehen haben. Man könnte im Grunde die Entwicklungen auf den Kopf stellen aus den Jahren 2020 und 2021. Dann ist man vielleicht gar nicht verkehrt dabei. Das vielleicht nur mal als Anmerkung. Mohammed El Arian, ein kluger Kopf, sagt ja. Also gestern war doch wieder ein Beleg hier, BTD by the dip, powered by Tina, there is no alternative und the FOMO, fear of missing out. Und das könnte man jetzt wieder sehen, especially as inflation wasn't a challenge to the Fed, aber das jetzt ist genau der Punkt. Wir sehen solche Situationen by the dip und so weiter, immer dann, wenn die Fed sozusagen als Sicherheitsanker wahrgenommen wurde, Liquidität in die Märkte gepumpt hat und sie konnte das, weil Inflation kein Problem war. Jetzt aber ist Inflation ein Problem und Jim Bianco, der als einer der ersten gecheckt hat, was hier eigentlich gespielt wird, dass Powell den Auftrag von Biden bekommen hat, bekämpfe mir die Inflation als oberstes Ziel, als die anderen das noch alle nicht so wirklich ernst genommen haben, hat er sich jetzt nochmal die kürzliche Rede von Biden zu Gemüte geführt und gesagt, hier achtet mal drauf das, was Joe Biden gesagt hat, it's the Fed's job to stop inflation, es ist die Aufgabe der Fed, die Inflation zu stoppen, nicht seine, also nicht die von Joe Biden. Und das bedeutet,
dass jetzt die Inflation eben die oberste Priorität ist, zumindest kurzfristig, und nicht die Aktienmärkte, die sowieso im historischen Kontext ja nach wie vor extrem hoch stehen. Also wenn da ein paar Prozentchen nach unten gehen, dann ist ja da übergeordnet noch nicht allzu viel passiert. Wenn also jetzt die Priorität Inflation ist und nicht mehr die Märkte, dann können wir daraus den Schluss ziehen, dass die Fed nicht einknicken wird. Wir werden sehen morgen. Dann ja Paul mit seiner Pressekonferenz, das wird interessant. Kurz noch der geopolitische Kontext jetzt. Wir sehen natürlich eine Verschärfung der Situation zwischen den USA und Russland, NATO-Russland. Ich habe mir vorgenommen, heute einen Artikel zu schreiben über Russland als ökonomischer Zwerg, militärisch durchaus vielleicht auf Augenhöhe, nicht ganz mit den Amerikanern, aber ökonomisch ist das eigentlich ein Witz, jetzt 8500 Truppen. Wurden hier entsendet, NATO-Truppen, also das ist schon ziemlich militaristisch, was hier abgeht. Und in diesem Kontext möchte ich Ihnen einen Artikel empfehlen. Gazprom meldet deutliches Absinken der Gasspeicher in Deutschland, und dass Gazprom das so explizit meldet, dürfte ja auch ein kleines Signal sein, meine Damen und Herren, dass man natürlich hier diese Auseinandersetzung auch um die Energie führen wird. Diesen Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und wünsche jetzt das allerbeste Unzug. Servus und ciao.